Oder ob ich keine Möglichkeit zum Craften habe. Turm. Andere. Zubehör, Verbrauchsgegenstände, Waffen, Questgegenstände. Ja, ich würde nämlich eigentlich gerne wissen, ob ich irgendwas craften kann. So, die würde ich gern wegpacken. Gibt nämlich ein Achievement, wenn man das Spiel ohne Heiltränke gewinnt, was mir gar nicht mehr so schwer fallen dürfte. Was hast du noch zu sagen, Ash? Der Echo des Krieges stößt einen langen Seufzer aus, als er die Karte vom und Modelle überblickt, die auf seinem Tisch aufgebreitet sind. Er wirft einen Blick über die Schulter, stellt kurz Augenkontakt mit dir her, runzelt die Stirn und wendet sich wieder seinen Überlegungen zu. Als ich das Sendschreiben erhielt, das die Ankunft des Feuerempfachers beim Brunnen ankündigte, dachte ich mir, endlich werden wir diese verschissenen Schweine abfackeln. Aber nein, ich war närrisch, mich auf solche Dinge zu verlassen. Ja, Eroberungsentscheidung. Ich sag mal nichts. Hinfort aus meinem Zelt, diese endlosen Ablenkungen ermüden mich. Es gibt wichtige Angelegenheiten, die meine Aufmerksamkeit bedürfen. Sprich auf dem Übungsgelände mit dem Eisenmarschall. Okay. Es wäre mir wirklich recht, wenn die Geschmähten mir auch noch einen. Have a look here. Was war das gerade? Ziel festgelegt. Brenuir hat was entdeckt. Ah! Ja, stimmt eigentlich. Wenn ich hier. Nee, Schleichen an, aus. Das heißt, entdecken kann ich auch so. Athletik, Ausweichen, List, Wissen. Aktive Effekte. Sie hat immer noch ihre Wunden, ja. Genauigkeit, Rüstungsabwehr, Zauberstärke. Nehmen wir alles mal mit. I got it. So, werden wir uns mal einfach mal im Lager so selbstständig umsehen und gucken, was wir so erbeuten können. Obst. Mhm. Entfernt einen zufälligen feindlichen Effekt. Das ist mit List. Bitterwitz versperrt. So hard. Kleines Sigil der Stärke. Hm. Wasser und Dings. Oh ja, ich könnte mal kurz bei meinem Ruf nachgucken. Ah, Letians Kreuzung. Das ist eigentlich da, wo ich Gouverneur sein sollte. Ja. Du benötigst eine Reputationsveränderung der Stärke stark, um diese Stufe freizuschalten. Ah. Du benötigst eine Reputationsveränderung der Stärke schwach, um diese Stufe freizuschalten. Gucken wir mal. Schalahoter Chor, haben wir etwas Zorn und etwas Gunst. Naja, hat Stimmenreputation hat sich verschlechtert. Dadurch hat sich das verschlechtert. Das hat sich. Die Geschmähten waren erfreut über deinen Edelmut. Gunst verloren, schwach. Also ja, ich bin schon ziemlich hoch hier. Wendelinwache, Lithians Kreuzung. Bei Graven Ash bin ich auch verdammt hoch mittlerweile. Naja, hat Stimmen nicht ganz so. Gut, schauen wir uns weiter um.
Dann nehmen wir sie mal mit. Ach, du bist ein Hordenmitglied. Just point me in the right direction. Was meinst du damit? Du hättest noch nicht von Kommandant Eisenkern gehört. Er ist doch schon eine ganze... Ach, eine Unterhaltung. Was meinst du damit? Du hättest noch nicht von Kommandant Eisenkern gehört. Er ist doch schon eine ganze Spanne her, dass wir ihm eine Nachricht geschickt haben. Die letzten Anweisungen von Meister Radix waren, den Nordpass im Auge zu behalten. Er würde dort durchkommen, hieß es. Bei Kyros Gnade, wir haben nicht genügend Soldaten, um im Wald auf unsere eigenen verdammten Airtext zu wachen. Ja. Du hast Zorn bei der Geschmiedin zugewonnen. Tun und schickt den Feuerfacher, ich sehe schon, wie es ist. Also diesen erst schaut, schnappt der Geschmiedenkrieger und verschränkt mit verschränkten Armen und zieht eine grimmige Miene. Er reckt seinen Kopf nach links und rechts, was seine Nackenwirbel zum Knacken bringt. Ich würde dich ja fragen, ob du abermals gekommen bist, um das Kommando zu übernehmen. Aber da man mir seit der Velum-Zitade keins mehr gegeben hat, kannst du mir auch nicht wegnehmen, was ich habe. Ach so. Ja. Wenn du was Substanzielles besprechen willst, solltest du das mit dem Eisenmarschall. Solltest du mit dem Eisenmarschall quatschen. Ich verwalte nur die Patrouillen. Sie und Ash dagegen kommandieren. Was willst du von mir? Ich hörte, dass du diese Airtexte gefragt hast, wo ihre Verstärkung geblieben ist. Gibt es ein Problem? Warum wurde die Belagerung deiner Meinung nach so lange hinausgezögert? Die zwei Armeen haben schon seit Jahren nicht mehr gut kooperiert. Wo lang liegt das deiner Meinung nach? Erzähl mir mal was von dir. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Mein Vater war Severus der Ältere, sein Vater wiederum war Severus der Erste. Der führende Ausbilder von Ashs erste Eisenwache. Noch aus der Zeit, als sie die Bronzewache waren. Ich wurde in die Legion hineingeboren und werde hoffentlich auch in ihr sterben. Den Rest wirst du wohl erfahren, wenn mich die Geschichtenerzähler unsterblich gemacht haben. Er war in der Bronzewache, denn deine Familie muss also schon unter Ash gedient haben, bevor er sich Kyros unterwarf. Du solltest stolz auf deinen Stammbaum sein. Das kommt bei den Schweden hinzugehören. Danke, aber versuche nicht zu stolz darauf zu sein. Wenn überhaupt, dann hoffe ich jedes Mal, wenn ich Mist baue, dass ich den Familiennamen nicht zusammen mit mir durch den Dreck gezogen habe. Er war in der Bronzewache. Das war wohl das, bevor die Eisenwache. Er vor Kyros die Kniebeute versammelte Graven Ash seine Legion gegen den Oberherrn. Sein Heldenmut auf dem Schlachtfeld machte ihn bei den Archonten beliebt, die ihn für seinen Gehorsam in ihre Ränge aufnahmen. Er war in der Bronzewache. Du hast Kunst bei Geschmähten hinzugewonnen. Du hast 35 Wissensskelette erhalten. Sehr schön. Genau, du kennst dich mit Geschichte aus? Zivis nickt heftig. Ja, das Blut geht so weit zurück, aber nicht die Erinnerung. Da ich nur meinen Vater kannte. Mein Großvater war nur eine Legende, einer von Ashs besten Kriegern, bevor die Geschmähten in Eisen neu geschmiedet wurden. Er zuckt mit den Schultern. Ich bin stolz auf mein Erbe, aber ich versuche nicht damit anzugeben. Manche meiner Kameraden lieben die Legion ebenso innig wie ich, aber sie haben nicht so einen Stammbaum wie ich. Bronzewache? Naja, er lebte vor gut einem Jahrhundert und damals hatten sie Kyros moderne Luxusgüter wie Eisen noch nicht. Deshalb war der innere Rat des Großgenerals damals als Bronzewache bekannt. Zurück zu anderen Fragen. Na, hör ich, sag mir, was du brauchst. Jetzt ist er etwas höflicher. Ich hörte, dass du diese Airtexte gefragt hast, wo ihre Verstärkung geblieben ist. Gibt es ein Problem? Ich fürchte schon, Radix, der Anführer der Airtexten, sollte hier mit einer Gruppe seiner besten Zauberwirker eintreffen, um beim Brechen dieser Partsituation zu helfen. Ich weiß nicht, was sie auffällt und das macht mir Sorgen. Wenn du uns helfen möchtest, wenn wir etwas arkane Unterstützung, sehr dankbar. Klingt schrecklich, aber ich muss mich zuerst um andere Angelegenheiten kümmern. Ich könnte Hilfe leisten. Könntest du? Ich wusste, dass uns Tunus Agent in dieser Zeit nur dich alleine lassen würde. Ich werde die letzte bekannte Position unserer Airtexten-Verstärkung für dich auf der Karte markieren. Gute Jagd, Schicksalsbinder.
Warum wurde die Belagerung deiner Meinung nach so lange hinausgezögert? Es hätte ganz schön schnell und einfach über die Bühne gehen sollen. Die erste Kohorte traf im Tal ein und ging sofort zum Angriff über. Aber das war, bevor wir wussten, dass auf Seiten der Fendrin Wache Weise und diese Wasserhexe standen. Der Scharlachrote Chor hat ein größeres Problem. Sie rekrutierten die Vendrien-Wache nur zu gerne, aber ich kann das nicht beweisen. Doch es scheint so, als würden sie diese rekrutierten Angehörigen des Stufenvolks kaum im Auge behalten. Sie werden oft auf Patrouille geschickt und vermuten, dass sie diese Gelegenheit nutzen, um zurück zur Vendrien-Wache zu fliehen. Lyra. Jeder Chorrekrut hat eine Wahl, entweder ein Leben unter Kyros oder den Tod unter den Stiefeln der Armee. Diejenigen, die sich für Letzteres entscheiden, kannst du ruhig gleich niedermachen. Wir wollen uns nicht daran stören. Nur, dass wir uns nicht missverstehen. Ich weiß, dass meine Worte auch verräterisch ausgelegt werden könnten. Ich werde Fortunos Agent keine formelle Beschuldigung vorbringen. Ich bringe nur mein Bauchgefühl über die Angelegenheit zum Ausdruck. Da sieht man den Respekt, den man vor mir hat. Die zwei Armeen haben schon seit Jahren nicht mehr gut kooperiert. Worin liegt das deiner Meinung nach? Komm schon, Schicksalsbinder. Das ist so, als würdest du fragen, warum Tiere stinken. Die Geschmähten können es kaum erwarten, den Stufenkyros Frieden zu bringen, während auf den Scharlachroten Chor nur Chaos folgt. Du kannst mir sagen, dass Nihas Stimme einen Plan hat, wofür ich dich beim Wort nehmen würde. Aber der Chor scheint nur Mist zu bauen. Sie scheinen nie zielorientiert, wie wir zu agieren. Stimmt allerdings, habe ich schon gemerkt. Soldat, ich frage mich, ob wir im gleichen Krieg gekämpft haben. Ich habe Elf seine kostbaren Soldaten aus Meerschlachten herausreißen sehen, als er welche gewonnen hat. Wenn du das Fortschritt nennen willst, dann tu dir keinen Zwang an. Das ist halt der Unterschied. Die Geschmähten gehen mit Taktik vor. Sie ziehen sich zurück, wenn es sein muss, und greifen dann richtig wieder an, mit neuer Stärke und wieder organisiert. Der Scharlachrote Chor schickt seine Kanonenfutter in die Schlacht, bis der Gegner überrannt ist oder nichts mehr vom Kanonenfutter übrig ist. Falls wir keinen Weg zur Zusammenarbeit finden können, fürchte ich, dass der Scharlachrote Chor Gravenel Strategien immer wieder vereiteln wird. Wenn es nach mir geht, scheint Nevads Stimme nur zu seiner eigenen Belustigung hier zu sein, während der Rest von uns unsere Arbeit erledigt. So, dann lebt mal wohl. Ihr seid Hordenmitglieder, also Mitglieder von Nevads Stimmen. Ihr habt wahrscheinlich nichts Besonderes zu sagen. Pass auf dich auf, Schicksalsbinder. Ich kann es nicht erwarten, endlich aus diesem Lager herauszukommen. Mhm. Ja, du bist die Erdhexe, mit der er gerade gesprochen hat. Ihr seid Händler. Got it. Bronze-Turmschild. Das nehme ich doch gerne. Erhöht zwar die Erholung, erhöht aber das Parieren. Und die Ausdauer. Also ja, mit Turmschildern können wahrscheinlich nur pariert werden. Erdhexenverstärkung. Rantix, der Anführer der Erdhexen, ist vom Steinmeer herbeigerufen worden, um die Erdhexen zu unterstützen, die sich bereits im Tal befinden. Seit das Tal versiegelt wurde, sind sie aber spurlos verschwunden. Du hast zugestimmt, ihren letzten bekannten Aufenthaltsort zu erkunden, um herauszufinden, was mit ihnen geschehen ist. Ja, also den Schild, den lege ich gleich mal an. So, das heißt, ich brauche jetzt durch den Turmschild 0,7 statt 0,4, also 0,3 Sekunden länger. Und im Fernkampf scheine ich weniger Erholungszeit zu brauchen als im Nahkampf. Rüstungserholungszeit, ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich muss mal dringend gucken, ob ich irgendwie die Erholungszeit... Bewege dich im Kampf schneller, ob ich die Erholungszeit irgendwie durch Verteidigung oder so erhöhen kann. Haltung, Bollwerk. Werde ich mal sehen müssen. Wahrscheinlich hier. Irgendwo in Verteidigung sicherlich. Festsetzender Schlag, Klingenwandel, Schild können. Also Schild können hätte ich sehr gerne, da ich ja so ein mit dem Wurfspeer so ein Mischlingskämpfer bin.
So, fähig gehäutetes Wildfang von diesem Mars. Diese Tiere scheinen krank und unterernährt gewesen zu sein. Ja, lecker. Sowas essen die hier. Gut, wenn es nichts Besseres gibt. Getreide. Pack das mal weg. Sorry, can't.